Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Heute mit Bowsers Lava Imperium, den Komet. Oder Lavas Bowser Imperium. Genau, so wie ich mich, wie es im letzten Part fast gesagt hätte. Ja. Und der Stern trägt den Namen. Beeilung, der vergessene Lavastern. Schon wieder ein Zeitlevel. Siehst du hast ihn vergessen, da steht's. Ah, das. Oh Gott. Oh, den habe ich natürlich geschafft. Angeber. Oh, das sind scheiße. 30 Sekunden für den ganzen 30 Stern. 30 Sekunden für den ganzen Stern. Okay, das sind nur noch 37 Sekunden für den ganzen Stern. Was du noch, als du so gesagt hast, ja, ich habe ja auch ein 3DS. Nee, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch so voll angegeben. Ja. Natürlich mit Absicht. Willst du das da haben? Nee. Okay. Okay, vielleicht hätte ich es vielleicht doch nehmen sollen. Es ist am besten, wenn du einfach direkt dahin springst und dann irgendwie zwei Treffer oder einen Treffer kassierst. Dann hast du ja trotzdem eine Energie mehr. Ja. Ne? Und Münzen kannst du dann trotzdem noch einsammeln. Weißt du noch hier, wo beim normalen Stern die Tots da stehen und sagen so, hier Mario, wir haben eine Münze für dich. Ja, was total sinnvoll ist, weil ich keine Münze brauche. Das ist trotzdem nett von denen. Ja. Tots. Voll gegen die Wand geflogen. Ja. Da hat er wohl Pech gehabt. Du kannst auch direkt runterspringen. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, aber kannst du versuchen. Alter! Ah, Hilfe! Boom. Ja, die sollst du lieber nicht bedienen. Auch zu viel Zeit. Aber es geht ja schon mal ziemlich gut. Vielleicht schaffst du dann im First frei. Ja. Okay. Immer noch so viel Zeit wie am Anfang. Sogar mehr. Jetzt hast du immer so viel. Will jetzt noch nicht springen? Okay. Hey. Also, auf in die schnell und zu schnell nach vorne springt, dann. Mir fällt man aus der Welt. Ja, das ist scheiße. Das habe ich einmal gemacht und dann wieder. Ja. Die fressen hier den Boden weg. Ganz schön gemein. Ja. Vergiss. Woher kommt das denn? Von Neo Sans. Wow! LP. Den zweiten. Wo er so, glaube ich, einen grünen Stern holen wollte. Und dann. So ein Ding kam und ihn runtergeschubst hat. Und dann er so. Voll! Also als ob dieses Ding da hier so voll gedisst hätte. Los, da hinten ist der Stern! Da hinten ist der Stern! 6, 5, 4, 9. Nein! Oha! Oh nein! Aber du hast es wahrscheinlich sowieso nicht mehr geschafft. Ja, ich hätte wäre dann gestorben wahrscheinlich. Aber nicht durch die Zeit, sondern. Ziele auf den Sternsymbol und drücke. Oh. Also versuch es diesmal. Dass du einfach direkt dahin springst zu den viele Energie-Dings. Ja. Maxi-Power. Siehst du? Ich habe nur eine Energie jetzt gebraucht. Ja. Die war trotzdem viel schneller drin, als wenn du jetzt noch darauf gewartet hättest. Oder das Weitsprung gemacht, aber das wäre ja auch nicht unbedingt so gut gewesen. Weil es ja nicht so einfach ist. Voll gedisst. Willst du mal versuchen, jetzt direkt runter zu springen? Nein. Okay, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Warum nicht? Keine Ahnung, keine Lust drauf. Versuch's doch mal. Ah! Scheiße. Nicht töten.
vor dem Zeitplan. Das ist gut. Ja, komm. Okay, nein. Das war eine dumme Idee. Das ist schon 2. Okay. Dass sich der Bildschirm erst so spät dreht. Das würde ich auch früher machen. Das wäre viel besser. What the fuck? Schön, dass die aber dort. Hey, ja! Ich habe gar nicht geschüttelt, ne? Nee, war auch nicht so. Schon wieder Game Over! Oh, die wollen mich doch verarschen. Kann ich dann, dass ich in jedem Park Game Over gehe? Da musst du halt ein. Dann, genau, dann kauf dir doch mal so einen Würfel, wo du 9 Leben kriegst. Von deinen ganz vielen Sternteilen, die du sowieso eigentlich nicht mehr brauchst. Fast. Ja, aber du brauchst ja wahrscheinlich. Hast dann wahrscheinlich sowieso zu viele. Besser als zu wenig. Wieso? Ja, dann kann ich welche eintauschen. Ja, dann, weil du es nicht mehr brauchst, oder was? Nein, ja, dann, genau. Dann, welche Leben ich mehr brauche, kann ich es eintauschen. Ganz toll. Ich stehe jetzt, obwohl ich eigentlich gar nicht gerade gar keinen Zeitdruck gerade habe, ich unter Zeitdruck gestanden, wieder um den Stern zu kommen. Geil, das hat nicht mal gezählt, dass du aufgekommen bist. Ja. Lol. Weil es genau in dem Moment war, als du... Als ich es eingesammelt habe. Ja. So, jetzt jedes Mal so hinkriegen. Das wird irgendwie nicht sehr einfach. Scheiße. Alter! Versuch jetzt mal da richtig ganz gleich sofort runter zu springen. Okay. Weitsprung natürlich immer. Na egal. Weil dann kommst du gleich ganz weit so. Ach klar. So hätte ich dir vielleicht sagen müssen. Ja! Geschafft. Naja, Weitsprung ist ja nicht so einfach. Aber du kannst ja trotzdem versuchen, wenn du willst. Mit Weitsprung. Oh nee. Lol, ich dachte schon, Alter. Das alles wird hier immer, diese ersten Planeten werden immer automatisierter, oder werden? Ja, sehr automatisiert. Dann würde ich ja dann, egal. Das ging mal schneller. Magst du Luigi oder Mario lieber? Luigi. Ich auch. Auch wenn er schlittert. Lol, der ist gar nicht mehr aufgetaucht. Das ist eine Sternteil da. Also auch wenn das Schütteln wichtig ist, dann kannst du auch doller schütteln. Also ein bisschen. Oh. Tschüss. Ja, toll. Ah, klar! Nie wieder auf Hilfetipps von mir. Nee, wieso auch? Du bist ja bloß der bessere Spieler.
klar, voll daneben, ne? Voll daneben. Oh, okay. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen wenig Zeit, finde ich. Wow. Mann! Voll gedisst. Alter. Wie es mich ankotzt, den... Es jedes Mal von vorne zu machen. Ich hätte wenigstens einen Checkpoint einbauen können, wirklich. Vielleicht bauen sie ja später noch einen ein. Glaubst du ja wohl selber nicht. Was? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Das glaubst du ja wohl selber nicht. So, glaube ich schon. Könnte sein. Wie später, dass hier hinten irgendwo ein Checkpoint ist. Achso, nein. Stimmt, die machen ja. Achso, ich habe gerade gedacht, dass der Bowser-Kampf auch mit drin ist, aber ist ja gar nicht. Dann natürlich nicht. Was hattest du denn jetzt gedacht, was ich meine? Ja, weil ich war ja fast beim Stern und da war ja kein Checkpoint bis dahin. Nee, die machen jetzt ein Update für das Spiel. Ja, genau, sowas hätte ich jetzt gedacht irgendwie. Ach so. Meinst du? Nein. Aua, aua, lass mich. Da ist gar nichts passiert. Doch, er hat mich versucht anzugreifen. Aber wurde es gar nicht verletzt. Ja, ist mir egal, er hat trotzdem versucht anzugreifen. Also muss ich trotzdem Aua sagen. Ja. Aber bleib doch stehen, ey. Weitsprung. Weitsprung. Ja. Das hat's jetzt gebracht. Aber so richtig. Ja, 2 Sekunden mehr. Wenn überhaupt. Vielleicht eine Sekunde mehr oder so. Wow. Das war gerade Glück. Findest du es besser, wenn man... Oh. Alter. Nein! Alter! Oh Gott, das war schon nicht schlecht gerade. Wow, das ist gut jetzt. Ja. Hoffentlich check ich es jetzt früher, dass diese Dinger hier Laserdinger machen. Wusstest du es nicht? Ich hatte es vergessen. Ach so. Natürlich wusste ich das jetzt. Ich hätte es 100% Let's Play gesehen. Dann ist es eigentlich besser, wenn diese Maxi-Power-Dinger. Wenn du 6 hast und du noch einen einsammelst, wenn es besser wäre, wenn man ein Leben kriegt, oder? Wenn dann 9 Energie hast. Eigentlich 9 Energie. Ja. Weil ich mit Leben hat man meistens sowieso eigentlich genug. Hat man gesehen. ich gehe ja immer nur in jedem Part einmal Game Over. Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich in Welt 2 alles komplett. Ja. Welchen Stern machst du jetzt? Echt? Hast du jetzt auch so eine Krone bei Welt 2? Blip. Schau mal, ob du auf der Karte jetzt so eine Krone hast. Keine Ahnung. Bisschen auf Stolz auf die Krone. Ich wäre ja, natürlich, weil dann müsste ich da nichts mehr machen. Schau mal, jetzt gehen wir Weltenkarte. Ja. Oh. So, und alles in Welt 3 habe ich auch geschafft. Badumts. Was? Kennst du es nicht? Ja, wenn, natürlich, aber was hat es jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. Den will ich jetzt nicht unbedingt sofort machen. Den eigentlich auch nicht. Alles geschafft. Du Angeber. Das ist einfach nur auf Zeit, glaube ich. Beeilung. Lauf der Karachokuri. Nochmal. Lauf der. Falsch. Rauf auf die. auf die Karach. Voll falsch gesagt. Lauf falsch, rauf richtig. Ah, da brauche ich ja den Nunchuck mal wieder nicht. Nunchuck.
das Nunchuck. Ja, und? Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, dass es das Nunchuck heißt. Das wäre so dumm. In der Bedienungsanleitung für eine Wii steht, dass es das Nunchuck heißt. Und bei Galaxy steht, dass es der Nunchuck heißt. Ne? Ein bisschen komisch. Ja. Sie widersprechen sich selbst. Also nicht zu viel Gas geben. Stirbt, Gumbas. Kommt zu mir. Guck mal, wenn die gegen mich laufen, sterben die. Das ist quasi wie, als hätte man einen Stern. Gott. Alter! Der hat ziemlich viel Schwung. Konnte gar nichts mehr machen, weil... Mann. Jetzt bin ich gleich wieder Game Over, ey. Na, er macht ja nichts, oder? Ich find's einfach scheiße. Aber warum findest du es denn scheiße? Weil es nicht schön ist. Warum ist es denn nicht schön? Alter. Ne, ist das so? Warum ist es denn nicht schön? Weil es nicht schön ist. Also ich find's für mich nicht schön. Oh! Weil du dann das nochmal auswählen musst, oder was? Alter! Wieso muss ich eigentlich die Kamerasicht ändern, wenn ich dieses Ding öffne? Das finde ich so behindert. Vielleicht hat wir dann automatisch dahin, wo du hin bist. Und du bist nur einen anderen Weg gegangen. Vielleicht. Du rennst voll in die falsche Richtung. Ja, Mann. Wie diese Stachis. Ja, und extra so programmiert. Die sollen halt so ein bisschen dumm wirken. Sind sie auch so. Finde ich. Lineal. Ja, das sind Kleberollen. Ja. Und jetzt da sind ganz viele Farbtuben und das ist nichts, was mit Farbe zu tun hat, oder? Nee, nichts, doch, das ist so nichts, was mit Schule so, zu tun so hat. So basteln, so ausgeschnitten oder so. Genau. So überspringen. Ja. Vollgas. Vollgas! War schneller. Und jetzt der Boss. Weißt du, ist ja eigentlich ja. Ein Boss. Zu sagen, bloß ist keine Boss. Kleiner Boss. Kommt. Vor dem Zeitlimit besiegen. Und tschüss. Muss ich auch noch den Stern einsammeln in dem Zeitlimit? Oh, das ist gemein. Ist noch genug Zeit. Okay, jetzt ist die Zeit weg, Alter. Ja? Oh Gott, das wäre jetzt übergemein gewesen, wenn mir jetzt auch noch die Zeit da gewesen wäre. Ey, das ist gut. Das haben wir gut geschafft, den Stern noch. Ja. Eine Melodie auch. Und damit wäre der Part beendet und hast du 3 Minuten hast du nur gebraucht für den Stern. Ja. Galaxie hättest du nun komplett. Ein Geist ist aufgetaucht. Juhu. 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 Ah, und jetzt kommt da auch der Komet. Oh, da freuen ja. Wir uns. Ja, endlich mal wieder ein leichter Komet. Ja. Okay, ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Part.